Selbst wenn du im Urlaub bist und vielleicht im Freibad bist, im Strand bist und wir vielleicht nicht so aussehen, wie eigentlich Muslime aussehen sollten und wir vielleicht Sachen machen, die Muslime eigentlich nicht machen sollten, verlass niemals das Gebet. Niemals das Gebet. Nimm deine Abaya mit. Selbst, Bruder, wenn du im Badeschaus bist, nimm deine Abaya, dein Thawb mit. Wenn die Gebetszeit kommt, zieh dich zurück und bete. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? Zwischen uns und den Nicht-Muslimen ist was? Ein Urlaub? Ein Strand? Das Fasten? Ein Hijab? Ein Bad? Zwischen uns und ihnen ist das Gebet. Das Gebet unterscheidet uns. Ein Mu'min, deswegen sagt ja Allah auch, inna salata kanat ala al-mu'minin, nicht ala al-muslimin, kitab al-mawquta. Das Gebet ist verpflichtend zu bestimmten Zeiten für die Gläubigen. Allah hat nicht gesagt für die Muslime, für die Gläubigen. Für den Mu'min, egal wo du bist, halt dich an das Gebet. Selbst wenn du an dem schlimmsten Ort bist, La ilaha illallah existiert auch da. Egal wo du bist, La ilaha illallah existiert auch da. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo La ilaha illallah nicht existiert.